Vielen Dank. Ich freue mich immer, wenn mein richtiger Name da steht, Klaus Jürgen. Ich weiß gar nicht mehr, dass ich selbst so heiße, also Knacki Deuser, da kennen mich vielleicht ein paar mehr oder auch nicht. Aber ich freue mich erstmal, dass ich jetzt mal als Redner hier stehen darf. Falls Sie im Laufe meines Vortrages an irgendeiner Stelle Spaß haben sollten, das ist legitim, dürfen Sie, es ist nett, wenn Sie es kurz im Gesicht mitteilen, das ist überhaupt kein Problem. Ja, ursprünglich hieß mal dieser Vortrag, also wenn dich keiner singen lässt, gründe eine Band. So bin ich tatsächlich auch in dieses Geschäft eingestiegen. Also ich wollte immer singen, mich hat keiner singen lassen, habe ich eine Band gegründet. Hatte unfassbar viel Ärger und Arbeit am Hals. Ich musste das organisieren, Proberaum holen. Ich habe die Abrechnung gemacht. Ich habe dummerweise denen gesagt, dass ich BWL vorher studiert habe. Und dann bin ich wirklich da reingerutscht. Und dann habe ich eine Band gegründet, die war nur 3 Jahre aktiv, aber die haben mich 3-mal singen lassen. Gut, danach wussten alle, dass ich wirklich nicht singen kann, aber ich habe es gern gemacht. Bin aber dadurch einfach weiter reingerutscht, habe dann Nightwash gegründet, dieses Projekt in so einem Waschsalon, wo ich ganz viele Leute mit aufgebaut habe. Habe dann 2, 3 Firmen gegründet, habe dann auch Nightwash jetzt immer abgegeben. Der Sohn von Bill Mockridge macht das jetzt gerade. Ich finde das immer schön, wie man sich dann auch überall trifft. Und bin jetzt wieder weiter am Arbeiten. Und ein großes Thema, was mir immer am Herzen lag, war Humor. In Deutschland, dieses Lachen, das ist so schwer. Du machst was und die Leute immer so, ja, ja, hat das denn auch eine Botschaft? Ist da auch ein Wert dahinter? Ja, jetzt haben wir gelacht, aber wo geht es hin? Es ist wirklich so. Ach, Sie sind Comedian, kein Kabarettist oder. Ja, aber das ist so. Da fängt es doch schon an. Wo ist der Unterschied? Die Comedians machen es wegen dem Geld und die Kabarettisten wegen des Geldes. Das ist der kleine Unterschied. Der ist nicht mehr. So. Das wollte ich noch nicht mal sagen. Jetzt sind schon 3 Minuten rum. Es ist unglaublich. Nein, aber. Was mir wirklich am Herzen liegt, gestalten, das ist wirklich eine Sache, da bin ich durchgegangen. Gestalten statt verwalten. Und Humor ist in Deutschland so wichtig. Ich raste da heute mal ein bisschen durch, aber ich möchte ein paar Sachen einfach wirklich ansprechen. Vieles haben Sie auch gehört, vieles müssen Sie mitnehmen, das ist auch richtig. Aber dieses Machen, dieses Gestalten, das ist in unserer Hand liegt, das kann man nicht oft genug sagen. Meine absolute Lieblingsgeschichte, Weihnachten passiert, die wirklich vieles verändert hat, die im Prinzip mein neues Soloprogramm, was jetzt im September rauskommt, das hat das so verändert. Weihnachten bei meinen Eltern, meine Mutter ist 75, mein Vater ist 81, der hat von mir Laufschuhe bekommen. Mein Vater fand das lustig, da habe ich gedacht, er hat gelernt, der läuft auch noch. Also der ist echt noch fit, aber der ist sehr korrekt. Und er saß dann irgendwann am Tisch und dann sagte der so in großer Runde, meine Schwester, Kinder, Enkelkinder, alle waren da, eure Mutter und ich, wir spielen jetzt Senioren-Memory. Und wir alle so. Ich habe so gedacht, was ist Senioren-Memory? Gibt es von jedem Objekt nur eine Karte? Oh, guck mal, ich habe den Dackel gewonnen. Nein. Mein Vater sagte dann, nein, eure Mutter und ich, wir gehen gemeinsam in den Keller. Und wer sich dann als erstes erinnert, was er holen will, hat gewonnen. So. Und ich habe total gelacht und ich war schwer beeindruckt. Erstmal, dass mein Vater diese Geschichte, der immer so korrekt war, so gut erzählt hat. Da habe ich wieder gesehen, seht ihr, man kann das lernen. Es ist trainierbar. Humor ist kein genetischer Defekt. Wir werden nicht lustig geboren. Wir saugen das nicht mit der Muttermilch auf. Das ist trainierbar. Erster Punkt. Der zweite Punkt ist, wir haben das Thema heute auch schon mal gehört, Alter und auch eben wieder Angst. Und ich glaube, das ist das, was diese Gesellschaft am meisten lähmt, Angst. Wir machen uns so unfassbar viele Sorgen in Deutschland. Auch in Europa, aber in Deutschland besonders. Es gab vor 1,5 Jahren eine Studie, die Glücksstudie der EU. Da war eine Frage, welches Land macht sich die meisten Sorgen? Und es war Deutschland. Die dachten an Portugal, an Griechenland. Nee, wir, immer. Ist das Wetter schlecht, werden wir nervös. Ist es gut, werden wir nach 3 Tagen auch nervös. Weil das ist die Klimakatastrophe. Na und, dann ist Holland falsch hoher weg. Aber es ist, aber wirklich diese Sorgen, diese Angst. Und mein Vater genau dasselbe. Der wird älter. Wir machen alle uns Gedanken über das Älterwerden. Vereinsamung, Alzheimer, Pflegebedürftigkeit, alles das. Das sind alles Themen, die bei allen in den Köpfen rumschwirren. Und mein Vater hat einen Witz gemacht. Und da dachte ich, das ist es. Das ist, was diese Gesellschaft braucht. Wir müssen aus dieser Lähmung raus. Wir leben in einer Gesellschaft, wo Flop-Vermeidung wichtiger geworden ist, als einen Hit zu erstellen. Und das ist so. Wir gehen immer auf Nummer sicher. In der Gesellschaft,
die Unterhaltungsbranche ist nur ein Abbild der Gesellschaft und da ist es so. Warum sehen wir dieselben Gesichter? Weil keiner einen Fehler machen will. Das ist systemimmanent, das ist im Prinzip im System drin, weil ganz, ganz viele Redakteure, Leute, die entscheiden, haben nur noch befristete Verträge. Was heißt das? Wenn die einen Hit erstellen, kriegen die nichts. Wenn die einen Flop abliefern, fliegen die. Das heißt, man nimmt lieber das, was man kennt, lieber ein Gesicht, geht ein klein bisschen runter, aber bloß nichts Neues machen. Und das ist in Unternehmen genauso. Es gab eine riesengroße Studie, letzte Mittelstandsstudie, sind 4000 Mittelstandsbetriebe befragt worden, zwischen 20 und 25.000 Mitarbeitern, in was die investieren. Und die investieren in Bestand, also in das, was vorhanden ist. Die optimieren das, was da ist. Nicht in neue Technologien, nicht in neue Betriebe, sondern es wird das, was da ist, besser gemacht. Und das ist hervorragend. Wir laufen ja auch wie geschmiert. Nur wir gehen nicht weiter. Pegida, wo fing das an? In Dresden. Eine Großstadt mit der geringsten Migrationsdichte in Deutschland. Aber die haben die meiste Angst. So funktioniert das, was man nicht kennt. Da wird man panisch. Die zweitgrößte Angst in Deutschland ist die Angst vor Naturkatastrophen. Tatsächlich, wie abstrus, in diesem Land der Tsunamis, Hurricanes und Blizzards. Ich meine, bei den ganzen Pegida-Demonstrationen, da habe ich mich immer gefragt, wo ist das Jahrhundert Hochwasser, wenn man es mal braucht. Aber, ja, ich meine, mal ganz ehrlich. Aber Humor ist immer ein Fingerzeig gegen Angst. Darum geht es. Es geht darum, dass wir erstmal entspannter damit umgehen, dass wir einmal drüber lachen, um überhaupt wieder nachdenken zu können. Ja? Und es ist ein Kreativitätsboost. Das ist das Entscheidende. Humor hilft uns, um die Ecke zu denken. Brainstormings. Wenn man in einem Brainstorming nicht lacht, dann kann das kein gutes Brainstorming sein. Ansonsten weiß jeder, wenn man so rumspielt, wird immer gelacht. Weil Lachen immer ausgelöst wird durch einen Überraschungsmoment. Das heißt, über eine Idee, auf die keiner kommt. Deswegen lachen wir auch, wenn jemand stolpert. Wir finden das ja nicht immer gut, aber das ist dieses Verblüffende. So, huch, und dann denkst du, oh, das war nichts. Aber es ist draußen. Das ist, gute Gags, gut, und ich komme gleich nochmal auf Qualität, sind immer abstrus. Die sind so, was macht man mit dem Hund ohne Beine? Um die Häuser ziehen. So, das ist, ja, Tausende. Da geht ein Pferd in den Blumenladen und sagt, haben Sie mal geritten? Ich kann da ganz viele von erzählen. Ne? Zwei Rosinen, die eine hat einen Helm auf. Wo willst du denn hin? In den Stollen. Also das ist, ich kann pantomimisch soziale Randgruppen darstellen. Arme. So, das ist schon. Oh, hier vorne ist es angekommen. Ich hab's gesehen. Alle. Nein. Nur es geht um diese Öffnung, das Kreative. Wir machen uns so viele Gedanken um Russland, Putin, Ukraine, was passiert da? Und manchmal denke ich mir, wir müssen clever sein. Humor hat auch was mit Cleverness zu tun. Vielleicht müssen wir Putin angucken sagen, Herr, und nicht sagen, Herr Putin, hier sind neue Sanktionen und so. Wir müssen sagen, Herr Putin, wir schenken Ihnen Hartmut Medorn. Verstehen Sie? Das sind alles Gags. Aber dahinter ist immer ein Körnchen Wahrheit. Humor hilft uns besser, mit der Angst umzugehen. Es ist ein Kreativitätsboost. Und es ist auch ein Schutz. Denn was auch Stefan gesagt hat, Mut, machen, müssen wir. Das geht nicht anders. Aber natürlich, es ist immer ein Risiko vorhanden. Das ist gar keine Frage. Aber auch da hilft uns Humor. Oder ich habe es gelernt. Weil Humor, wir brauchen eigentlich erst die Niederlage, damit es lustig wird. Der Clown ist immer der Held des Losens. Ein Clown muss erst hinfallen, um dann wieder aufzustehen. Das ist so viele Geschichten, die mir passiert sind. Ich hatte vorher mal bei Nightwish bei einer Show Zwillinge, habe ich gedacht. Da saßen die, sahen sehr ähnlich aus. Und ich so, na, seid ihr Zwillinge? Und die, nee. Und ich so, boah, seid aber gut geschminkt, was seid ihr denn? Und die, Trillinge. So, da war. Hätte ich den Sack jetzt zugemacht, wäre ich als Sieger rausgegangen. Aber was mache ich? Depp fragt, wo ist denn die dritte? Und die tot. So, das. Ich werde es nie vergessen. Ich weiß seitdem, passt ganz genau auf, wie weit du mit deinen Fragen gehst. Ja? So, also, das sind diese Erlebnisse, die man nie lernt. Auch dieser Frust. Wir leben in einem so sicheren, guten Land. Wir machen so gute Jobs und trotzdem machen wir uns immer Sorgen.
Weil es auch so transparent ist. Das ist das, was wir auf der Bühne so lernen. Es ist immer jemand berühmter als du. Immer, immer, immer. Ich meine, ich habe Mario Barth am Anfang noch sogar gemanagt. Wir haben die ersten CDs und DVDs produziert. Und dann ist er weitergegangen. Aber Mario Barth, der hat die meisten Zuschauer von allen Künstlern in Deutschland jemals gehabt. Aber in England kennt ihn keiner. Und dann bist du in England berühmt, dann kommt Jerry Seinfeld und hat für eine Folge seiner Sitcom 1 Million Euro bekommen. Und er war sauer, dass George Clooney noch bekannter ist. Und George Clooney regt sich immer auf, dass Brad und Angelina noch bekannter sind. Aber Steve Jobs hat die Welt verändert und ist gestorben. Und dann steht er vor Gott und sagt, ja, aber du bist Gott. Und dann sagt er, ja, aber 2/3 der Menschheit glaubt nicht an mich. Also, es ist so. Das, alles das, was ich erzähle, das ist jetzt nicht nur meine Theorie, das ist auch wissenschaftlich belegt. Das sind dann Priming-Phänomene, also dass unser Bewusstsein die Haltung verändern kann. Das nennt sich kognitive Leichtigkeit, dass wenn sie Leute zum Lächeln bringen, dass sie dann einfach auch mehr schneller bekommen, dass sie schneller mit denen in Kontakt treten können, dass sie sozial auch nicht vereinsamen. Und Humor macht eigentlich Erfolg erst richtig cool. Ich meine, das ist so ein Punkt. Ich habe jetzt hier keine Flipchart, gar nichts. Das können Sie sich vorstellen. Wir haben hier mal unsere X-Achse und hier so eine Y-Achse. Und hier haben wir Verhinderer und da haben wir Macher und da haben wir nicht lustig und da haben wir lustig. Da haben wir hier unten erstmal den Verhinderer, der nicht lustig ist. So der klassische Pessimist, der Jammerer. Dann haben wir den Verhinderer, der lustig ist, der Zyniker, der nichts macht, aber alles besser weiß. Und immer einen blöden Spruch. Und da haben wir den Macher, der nicht lustig ist. Also das geht auch, man kann auch ohne Humor erfolgreich werden. Klassischer Alpha-Tier, der nach vorne geht, der weiß, das Leben ist Kampf, Wirtschaft ist Kampf, wir müssen uns durchsetzen. Und sie haben den Macher, der lustig ist. Und das sind die charismatischen Leader. Leute wie Churchill, Adenauer, Clinton, alles mögliche, die wussten immer, dass man auch Empathie zeigen muss, dass man auch lustig und freundlich sein kann, dass man ein Bonmot haben muss. Große Männer, Einstein war immer lustig. Also Heiner Müller, einer der Theaterintendanten, hat mal gesagt, Optimismus ist nur ein Mangel an Information. Wie wahr? Aber das ist es. Gerade wir, weißt du, Optimismus ist keine deutsche Kernkompetenz. Wenn zwei Deutsche in einer perfekten, glücklichen Beziehung leben, wissen die ganz genau, einer von beiden lügt. Da kannst du nichts machen. Aber das meine ich. Es ist Humor, es geht nicht darum, nur einen Witz gut zu erzählen. Es ist wirklich eine Einstellung, mit einem Augenzwinkern durchs Leben zu gehen. Also Dinge zu sehen, dass Niederlagen dazugehören, dass das Leben Möglichkeiten hat und auch ein Geschenk ist. Das kann ich nicht anders sagen. Und gerade wenn man sowas macht wie ich wollte das nie werden, aber da steht und mutiger wird oder anders Comedy oder Stand-up macht, man merkt halt Mut. Das ist einer der entscheidendsten Punkte im Leben, auch vor allen Dingen erstmal auf der Bühne. Also Sie können noch so viel hören, lernen, machen, tun. Sie müssen es irgendwann umsetzen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten und Tipps, es zu machen, aber am Ende landet alles bei Ihnen. Und auf der Bühne habe ich das so klar gemerkt. Diesen Schritt hierhin muss ich machen. Und ich muss nicht nur hier hingehen, auch dieses Aushalten, wirklich an seine Sache glauben. Weil gerade wenn man so einen Gag macht, wenn man Ballett choreografiert, sieht man in der Generalprobe, ob das geht. Wenn ich aber einen Gag erzähle, muss ich erst vor Leuten stehen und merke dann, ob es geht. Und manchmal weiß ich sofort, das war gar nichts. Und dann muss man da durch. Immer freundlich bleiben, lächeln, durchhalten. Und es gibt, wie gesagt, ganz, ganz viele Tipps. Ich habe noch 5 Minuten, deswegen kriegen wir jetzt alles gar nicht hin. Aber Wiederholbarkeit kann sich jeder merken. Man hört einen guten Joke und das Erste, was man in der Regel macht, erzählt diesen kleinen Gag, diese Geschichte seiner Freundin, seiner Frau, seinem Mann, was auch immer. Und wundert sich, dass er nicht so gut ankommt. Weil man muss erst mal üben. Da müssen erstmal 10 andere Menschen leiden. Die müssen da durch, selbst ich erzähle den zweimal falsch. Und dann kriegt die Zielperson diesen Witz vorgesetzt. Also dieses Repetieren, dieses Wiederholende. Wertigkeit von Gags ist etwas, was, dieses Konzept ist noch nicht mal Künstlern klar. Natürlich ist nicht jeder Gag gleich viel wert. Ja? Weil sie zählen Gag und man kriegt das Lachen hin, auch aufgrund des Prozesses, aus diesem Überraschungsding. Aber ich bin ja auch nicht doof und Sie auch nicht. Und dann sitzen Sie manchmal und sagen, ach, oh, der war aber nix. Hat aber gelacht. Und man steht hier oben und denkt, das ist doch super.
Und ich habe den Künstlern gesagt, nee, das war nichts. Es gibt Gags, die machen dich zum Star und Gags, die machen dich zum Hans Wurst. Ist so. Und dann gibt es Gags, da geht man raus und sagt, der war gut. Und manchmal gibt es welche, die finde ich richtig gut. Senioren-Memory finde ich super. Ich finde die anderen auch gut. Gar keine Frage. Aber es gibt manchmal Sachen, wo ich denke, diese Wertigkeit zu finden, rauszukriegen, das dauert. Da muss man dranbleiben. Es gibt Gags, da ist es einfach ein Schutzmechanismus. Ja, man traut sich nicht zu singen, also singt man lustig. Auch da finde ich, irgendwann braucht man diese Haltung, diese Glaubwürdigkeit, rauszugehen, dazu zu stehen, diesen Mut, diese Dinge zu machen, eine Ehrlichkeit. Humor ist einfach Lebensfreude und eine Ehrlichkeit und mit Niederlagen eben auch umzugehen. Und dann kommt man ins Gestalten, dann geht man raus, dann kann man Dinge gründen, dann kann man Akzente setzen. Es muss nicht jeder ein Unternehmen gründen, aber wir müssen ab und zu mal kleine Akzente setzen. Ich versuche das jetzt zum Abschluss, weil es heute auch so knapp ist, nochmal bildlich zusammenzufassen. Mal gucken, ob ich das kriege. Wir stellen das mal gerade um. Also, das letzte Experiment habe ich mich so auch noch nie gemacht. Also, meine Damen und Herren, ich fasse das jetzt nochmal zusammen. Wie sieht die Welt aus, in der wir leben? Die Welt, in der wir leben, ist schnelllebig. Die ist hektisch, chaotisch, die ist sich ständig am Verändern. Und sie ist eigentlich eine Welt des Dilemmas. Denn einerseits wird sie immer komplexer, immer globaler, müssen wir heutzutage denken. Andererseits führt die digitale Revolution dazu, dass wir alle Informationen theoretisch an jedem Platz der Welt jederzeit einsammeln und abrufen können. Aber diese Informationssammelwut, in der wir heute leben, führt dazu, dass wir die Probleme immer genauer erkennen, uns immer mehr auf die Herausforderung konzentrieren und immer seltener Chancen und Möglichkeiten erkennen. Und genau das ist eines der größten Probleme. Wir werden immer erfahrener. Wir beobachten immer genauer. Wir denken immer mehr nach. Und wir schaffen es nicht, aus diesem Sammelmodus rauszukommen. Und wir schaffen es nicht, in diesen Umsetzungsmodus uns hineinzusetzen. Und wir müssen uns dabei mal klar machen. Natürlich gibt es Prozesse und Abläufe, wo man hundertprozentig sicher sein muss. Aber machen wir uns klar, die wenigsten Entscheidungen in unserem Leben handeln von Kernkraftwerken. Das heißt, es wird im Leben immer ein Restrisiko geben. Aua! Und kann sein, dass dieses Restrisiko vielleicht sogar zu einem Lacher führt. Aber die Entscheidung liegt bei uns. Wollen wir Teil der Maschine sein und da mitlaufen, was auch nicht falsch sein kann, was man auch sehr erfolgreich machen kann? Oder will man hin und wieder diesen ein oder anderen Akzent setzen? Und wenn man das tun will, und ich glaube, das braucht unsere Gesellschaft, nicht nur im Unternehmen, nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch im alltäglichen Leben, dann braucht man diese kleine Portion Mut, diese Freundlichkeit, diese Menschlichkeit, diese Herzlichkeit. Denn nochmal, wenn ich das abschließend ganz schnell zusammenfasse. Auf der einen Seite leben wir in einer komplexen, schwierigen, hochtechnologisierten Welt. Auf der anderen Seite da leben wir in einer Welt voller Chancen und Herausforderungen. Und was wir suchen, ist die Möglichkeit, das zu verbinden. Wir suchen Antworten. Und dafür brauchen wir manchmal Humor.